allseits beliebtes Hauptgebäude des Gartengymnasiums von Turbot. Ein wunderschönes Gebäude mit weit auslaufendem Park herundherum. So? Gehen wir herbei weiter und betrachten noch ein wenig die Pflanzung. Und hier sieht man, dass der Park schon vor längerer Zeit und mit viel Umsicht angelegt wurde. Man hat große Bäume, die jeweils genug Platz haben, sich auszubreiten. Es sind kleinere Inseln bepflanzt mit sträucherartigem und jetzt kann man ein sehr aufwendig eingeflochtenes Spalier betrachten, in wunderbarer Rechteckform. Man wandert weiter und kann das Auge weiden an einer vollen Pracht von Blumen und einer sehr schönen Pflanzung. Man sieht, dass das Ganze mit sehr viel Mühe angelegt ist und auch sehr viel Liebe darin steckt. Die Leiterin hat ihre Brotdose vergessen. Wir machen gerade einen wunderschönen Film. Ja. Müsst ihr mal zuhören, die Eva dokumentiert den. Und nun können Sie den Blick weiden an dem wunderbaren Herrenhaus mit schönen Verzierungen und elegant angelegten Blumenkästen. Dort hinten sind im schattigen Platz verschiedene Sorten Hortensien gepflanzt. Eine sehr schöne Ansammlung, nur leider nicht mehr in voller Blüte. Und man sieht hier noch etwas Kohl, das ist Zierkohl, glaube ich. Zierkohl, das wird in Deutschland nicht sehr oft für Pflanzungen benutzt. In Deutschland baut man doch sicher mehr Gemüse zum Essen an. Ja, das denke ich auch. Das ist ein Quittenbaum. Quittenbaum. Hier sieht man liebevoll von den Schülern zurechtgeschnittene. Mit sehr viel Mühe und Arbeit haben sie ihnen eine Kegelform gegeben. Das bedarf viel Geduld und viel Feingefühl. Wir haben so rote Beeren, wo man den Kern innen sieht. Normalerweise. Zum Essen aber nicht zu empfehlen, ne? Nein, leider giftig. Es aber ist hübsch, ne? Ja. Ganz hübsch. Wirkt fast wie ein Rauschmittel. Oh. Diese schönen Gerüste wurden angelegt, um den Klematis einen Halt zu bieten, dass sie hinaufklettern können. Man sieht hier, wir haben leider noch früh im Morgen, deshalb sind sie nicht geöffnet. Aber hier sind erst die letzte Blüten noch. Das ist eine Klematis. Ja. Da vorne eine Kletterpflanze. Hier sind noch Malven und das ist ein lebendes Gerüst. Es wurde aus frischen Weidenästen gemacht, die jetzt oben wieder anfangen, Träume zu treiben. Zu treiben. Das ist auch sehr interessant. Dort vorne sieht man eine anfängliche Laube aus Glycinien. Sie ist leider noch nicht ganz durchgezogen, aber man sieht, dass es ein Anfang ist und die Pflanzen schon recht hoch gewachsen sind. Die sind eigentlich meistens auf Inseln zu sehen, Insel Sylt oder Wangerooge. Und hier stehen sie in Frankreich. Im Hintergrund sehen Sie unseren Bunker. Eva sagt immer, das wäre unser Bunker. Da schlafen wir oben rechts. Unsere Moderatorin kann leider nicht erkennen, was es für ein Baum ist. Dazu müsste sie sich hinbewegen. Feststellen, dass es eine Linde ist. Sind das Wicken? Ich glaube schon. Ah ja, ja gut, die wuchern überall rum. Und hier haben wir auf dem Weg ein Ei gefunden. Ein kleines Rätsel. Hat es nun ein Fuchs oder ein Marder entführt oder ist das Junge ausgeflogen? Wir tippen wohl eher auf Fuchs und Marder, da das Küken normalerweise die komplette Eischale zerstört. Hier ist es aber recht sorgfältig abgebissen. Nun sieht man eine kleine Besonderheit für mich, denn ich kenne normalerweise nur die rosa blühenden Hagebutten und hier haben wir nun eine weiß blühende. Hier zum Vergleich eine rosane Hagebutte. Noch in geschlossenem Zustand. So,
Und hier sieht man ein noch nicht ganz vollkommenes, aber doch sehr schönes Schnitzwerk. Ich vermute mal, dass es von einem Gartenschüler hergestellt wurde. Und wenn man da hinten linst, sieht man auch noch die Ohren von einem geschnitzten Hase. Nochmal ein Blick zurück auf das Herrenhaus, in welchem wir leider nicht wohnen konnten, sondern in den Bunker mussten, wie Eva ihn immer nennt. Nochmal ein Schwenk über den schönen Park bis zum Bunker.